Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disciples Liberation. Wir sind immer noch in Heurig, aber wir werden jetzt ein letztes Mal in die Gruben gehen. Oh, da ist noch Dorn-Giftranken. Die können wir doch jetzt öffnen. Komm, die holen wir uns schnell. Also wir werden auf jeden Fall einmal in die Gruben gehen und den Herren stellen. Das ist ja die Quest von Baktal. Wo sind die Giftranken? Da unten. Ja. Und dann geht's auf ins neue Gebiet, würde ich sagen. Es sei denn, wir haben noch ein paar Nebenquests, die wir abgeben können. Aber ich glaube gerade nicht. Hier. Eine Schatzkiste. Lass mich ran, lass mich ran. Eine Kettenhaube haben wir bekommen. Ich habe gesehen, wir haben noch einen Fertigkeitenpunkt. Den werde ich dann gleich noch verteilen. Ist besser. Rüsten wir aus. So, was machen wir hier? Ach, das hatte ich ja. Vampirische Macht. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Skill ich mal weiter aus. Und dann geht's, wie gesagt, ins neue Gebiet. Und ich werde auch nach diesem neuen Gebiet, was wir gemacht haben, Disciples beenden. Dann ist natürlich nicht das ganze Spiel beendet. Aber ihr habt dann alle Fraktionen schon mal gesehen. Ihr kennt jetzt so das grundlegende Spiel. Und viel Neues bekommt dann auch nicht mehr. Also das Spielprinzip bleibt dann komplett gleich. Es geht von der Story her noch natürlich ein bisschen weiter. Aber das Spiel ist wirklich sehr, sehr lang. Und bei mir endet jetzt so langsam die Homeoffice-Zeit. Und ich habe keine Zeit mehr für drei Projekte. Und ich denke, dann habe ich euch schon einen guten Einblick in das Spiel gegeben. Ich kann es halt euch echt, wenn euch das Spiel bisher gefallen hat zum Gucken, kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen, euch das zuzulegen, selbst zu spielen. Das macht nämlich echt Spaß. Genau. Aber so, ich habe gerade super viele Spiele, die ich gerne hier auf dem Kanal haben möchte. Und so wenig, also die Zeit ist mein Problem. Ich hätte gerade aktuell sehr viel Bock auf gewisse, also auf ein paar Projekte mehr. Die Zeit ist leider nicht da und deswegen muss ich so Entscheidungen treffen, die ich nicht mag, ja. Also, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass ihr Disciples sehr gut findet. Es läuft auch sehr gut auf dem Kanal, das Spiel. Aber dadurch, dass die Story, also dass das schon wirklich wieder über 80 Spielstunden sind, bis man dann zum Ende kommt, das ist halt schon sehr, sehr lang. Und das kann ich gerade leider nicht bieten. Als Drittprojekt sozusagen. Und deswegen, ja. Aber das nächste Gebiet machen wir noch ganz in Ruhe fertig. Also da hetze ich jetzt nicht oder mache irgendwelche Sachen nicht. Aber nach dem letzten Gebiet, nachdem man die letzte Fraktion einmal kennengelernt hat, würde ich aufhören. So, jetzt aber erstmal zum Herrn. Also traurige Nachrichten sind vorbei. Wir machen ja noch weiter und es sind noch ein paar Folgen, die auf jeden Fall kommen werden. Ah, das Auge der geschmolzenen Monde kehrt zurück. Was für eine Ehre. Bist du zum Kämpfen hier? Oh mein Gott. Also, wir haben hier ganz viel Auswahl und wir wollen aber gerne gegen ihn kämpfen. Deswegen sagen wir das auch. Und ob ich auf einen Kampf aus bin? Ich will dich in den Gruben sehen, um dir alle Gliedmaßen einzeln auszureißen. Wirklich? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, ob diese ganzen Optionen, gegen wen man kämpfen möchte, ob das schon da war, als ich es zuletzt gespielt habe, oder ob das neu durch den DLC reingekommen ist. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Komm, wir lügen mal. Lass uns gemeinsam sterben. Auf der Hilze denn über die feurige See fahren und Betresen rühmen.
Sein Auge wird uns erblicken und er wird uns grüßen. Du weißt, dass ein Dämon eine Ruhmesanrufung nicht ablehnen kann, ohne unheiligen Zorn auf sich zu ziehen. Aber wenn du gegen mich kämpfst, kümmert sich niemand mehr um die Gruben. Nur die Schreie von Geistern werden widerhallen. Das willst du doch sicher nicht. Oh doch. Ich will das sehr, sehr gern. Sieh deinem Tod ins Auge. Okay, wir haben den Kampf. Okay, die sind alle in der Stufe 16. Ja, sollten wir schaffen, ne? Aber ich habe mich schon mal bei einem Kampf ein bisschen verschätzt. So, hier vorne sind... Warum leckt das gerade so? Also bei mir hat es geleckt. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Video geleckt hat, aber bei mir hat es geleckt. Was wollte ich gerade sagen? Hier sind die Heilfritzen. Die würde ich auch gerne als erstes auslöschen. Und dann haben wir hier noch 4 Bersis. So, ich gehe mit Orion erstmal hier hin. Das wird schmerzhaft. Da ich die sehr gerne ausschalten möchte, gehe ich auch gleich mal hier... Oh, ein Crit, der getötet hat. Hass. Eisen. Oh, der hat den Wirbelwind für uns, nur für uns Zorn. Benutzt. Ketten. Wir warten ab. Okay. Eama. Stell dich mal hier hin. Dann kann er die in der Reihe nämlich angreifen. Tod, wiedergeburt, dann wieder tot. Und Herr Bachtal stellt sich hier hin. Wir werden ihr Blut verdienen. Der Angriff ist ja zu gut. Den möchte ich eigentlich noch nicht raushauen. Verdientes Blut. Der Feind darf nicht durchbrechen. Jo. Spür seinen Zorn. Nehmen wir hier schon mal den Zangenbonus. Wir können den Abwehrschlag benutzen. So. Peitschen! Horisandre, kannst du dich vielleicht um den hier kümmern? Du wirst geläutert. Ich will nämlich nicht, dass sie gleich rumheilen können. Das Leiden muss enden. Alle werden geläutert. So, jetzt haben wir ja 2 Mages. Auf in den Kampf. Wie weit kann denn so der Feuerball? Ah, da kommen die leider nicht ran. Dann schützen Spüre wir hier mal. Seine heilige Hand. Der Zorn begleitet mich. So könnte ich den schon mal. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Du wagst es, mir entgegenzutreten. Wir müssen unsere Feinde überlisten. Magi Lauri Penitepeo. Für das Feuer und Ruhm. Eilbeth Gagentia. Bei den Feuern von Baranor. Hass. Zorn. Okay, Bactal ist jetzt leider auch in der Zange, aber ist ausgewichen. Wut. Ketten. Okay, Orion, du darfst auch gleich loslegen. Ich mach das schon, Avi. Ja, mach das mal. Spür das Gift. Eisen. Nehme ich sowas? Nee, ich nehme gleich den ganz normalen Giftbiss hier. Giftklinge, Entschuldigung, nicht Giftbiss. Peitschen. Achso, Avi ist ja noch dran. Ketten. Wut. Der müsste jetzt irgendwie auf den Parler gehen. Ist er auch, Eisen. Perfekt. Zorn. Oh, Bactar. Möge dein Blut dick sein. Wut.
verdientes Blut. Abteil müssen wir gleich dringend heilen. Oder Orion. Okay, eher mal. Zwei auf einen Streich ist schon nicht schlecht, ne? Ist da diese Attacke noch irgendwo hingesetzt? Nee, nicht wirklich. Dann wartest du einfach mal ab. Ruhm! Ich hoffe, Bagtal möge dein Blut dick sein. Jetzt nicht ab, aber eigentlich ist Kurisandre gleich dran. Dann können wir heilen. Geh mal hier rüber. Ich rufe seinen heiligen Zorn. Geh du mal hier hin. Ach, schade. Hat ihn nicht getötet. So. Ich gehe. Mit ihr gehe ich mal hier hin und dann schaue ich mal, ob wir vielleicht eine Heilkette beim hinbekommen. Zorn des hohen Vaters. Ja. Nicht perfekt, aber immerhin. So. Dann schmeißen wir nicht Feuer auf Bagtal. Schmerz wird dein Lohn sein. Für die Ehre. So, geh schon mal einen Schritt weiter. Brett. Und buff mal, Orion. Ich glaube so, wenn ich mir das so angucke, ich hätte vielleicht doch noch ein paar Heileinheiten in meiner Truppe. Als Märtyrerin sterben. Eine ist ein bisschen wenig. Der dunkle Vater stehe. Der Skelettkrieger wird uns jetzt abnippeln. Ja. Ach nee, die haben ja noch nicht. Des Kosmos erfülle mich. Zweites Leben quasi. Destin Parnasen. Okay, Aoi. Dann leg mal los. Spür den Biss der Schlange. Du tötest mal ihn und dann darfst du dich noch bewegen. Aber gern. Mach einfach mal so. Dann bleiben wir hier stehen. Für den hohen Vater. Oh, das ist die passive. Schmerz wird dein Lohn sein. Der hohe Vater. So, deine Berserker ist weg. Das ist schon mal gut. Dann geht Bagtal mal hier hin. Verdientes Blut. Er war, ist verwirrt, dadurch verfehlt er schon. Also, die Buffs und Debuffs sind echt nicht von schlechten Eltern hier in diesem Spiel. Sammeln. So, ich glaube, du inspirierst doch auch mal. So, auf wen gehen wir denn? Du ach, auf ihn. Geläutert. Oh, er ist sogar gelähmt. Richtig gut. Von Arim. Beim Zorn des hohen Vaters. Der Zorn begleitet mich. Der durchs Feuer. Ich hab nicht aufgepasst. Spüre seine heilige Hand. Das war meine Schuld, warum er durchs Feuer gelaufen ist. Wir müssen ja theoretisch auch nur den Herren besiegen. Oh. Ja, stell dich ins Feuer. Nicht so schlimm. Wenn der jetzt gleich dran ist, wird er wahrscheinlich am Blutungs- und Gifttick sterben. Arroganter Abschaum. Bei deiner Gunst und deinem Zorn. Nein, er heilt. Magi Lauri Penitepeo. Wir müssen unsere Feinde überlisten. Boah, da habe ich die Regeneration unterschätzt. Ich nehme diesen Weg. Ja, mach das mal. Ich mach das schon, Avi. Okay, wir müssen einen Schritt nach vorne gehen und dann können wir ihn töten. Und dann haben wir es geschafft. Diesmal auch keinen verloren.
Der Skelettkrieger ist noch bei uns anscheinend. Der Herr fällt in eine Lache seines eigenen geschmolzenen, blubbernden Blutes. Es dampft, als es vergossen wird. Du hast gesagt, dass wir gemeinsam an Bord der Hilsiden segeln werden. Sie hat gelogen. Mit bloßen Händen reißt Bagtal dem Dämon den Kopf vom Leib. Das dampfende Blut tropft von Bagtals Fäusten auf seine Unterarme, aber es verbrennt ihn nicht. Angewidert wirft er den Kopf in die Menge. Diese ist erst entsetzt und schweigt dann ehrfurchtsvoll. Sie hören zu. Sag dem Volk von Heurig, was gehört werden muss. Wir nehmen mal das. Es gibt einen Ort, an dem nicht das Kämpfen uns vereint, sondern Frieden. In Ilian arbeiten wir harmonisch zusammen, um die Welt besser zu machen. Jeder ist willkommen. Schließt euch uns an und seid Teil von etwas Besserem als dem hier. Der Jubel der kunterbunten Menge steigert sich langsam von einem leisen Johlen bis zu einem gemeinsamen Brüllen. Als sie sich dann auflöst, freuen sich viele auf dieses wundersame, mystische Ilian. Du bleibst neben Bagtal stehen, bis die Gruben vollkommen leer sind. Deine Worte fordern, angehört zu werden. Ich verstehe diese Macht nicht. Komm, geben wir ein bisschen Zeit. Lass dir Zeit. Glaub mir. Ein Anführer zu sein, ist längst nicht so spaßig, wie ich es erscheinen lasse. Du kannst mich lehren von Ilian, aber nicht jetzt. Ich war als General bereit, in Verantoor Blut zu verdienen. Stattdessen zwang der Herr meine Männer und mich hier zu kämpfen. Wenn wir gewannen, mussten wir gegeneinander kämpfen. Ich habe ihr Blut verdient, um zu überleben. Bagtal, ich... Die Dämonen sind verantwortlich. Ich habe getötet, um zu überleben. Die Dämonen töten zum Spaß. Meine Freunde, meine Geliebte, aus Spaß an meinem Schmerz. Das sagen wir denn mal. Das war einmal. Komm, das sagen wir. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Du bist frei. Es ist nicht vorbei, bis ich ihre Köpfe habe. Ich kenne die Liste der Dämonen, die mir Unrecht getan haben. Ihr Tod ist meine Bürde. Heute beginnt die Rache. Teile meine Wut. Bagtal verlässt die Gruben selbstbewusst und glücklich. Er freut sich, dass er diesen Ort nie wiedersehen wird. Weißt du, ich möchte nur einmal jemanden treffen, der nicht so verdammt gruselig ist. Ach, Orion, das schaffen wir schon. Du hast mich getroffen, oder nicht? Wie ich bereits sagte, verdammt gruselig. Also, packen wir's an? Diese Metzeltour, meine ich. Das wird sich noch zeigen. Aber ich weiß sein Schwert lieber an meiner Seite und nicht an meiner Kehle. Ja, das ist klüger. Da sind wir uns definitiv einig. Okay, Legion der Verdammten plus 20. Wieder ein Stufenaufstieg. Und wir haben quasi die Gruben befreit. So. Dann geht's jetzt wieder nach Ilian, weil ich denke, hier haben wir alles. Also bis auf schwierige Gegner. Die lasse ich aber auch erst nochmal, ne? Also. Wobei, wir sind. Die waren 20 oder so, ne? Komm, wir schauen mal. Komm, wir probieren's. Ach, wir dürfen die sogar besiegen. Ja, dann. Sieg. Und Kiste mitnehmen. Und unten hatten wir auch noch irgendwo eine Truhe. Hier unten. War dort nicht auch noch ein Kampf, der auf uns wartete? Man muss halt auch nicht die Gebiete so spielen, wie ich sie spiele. Ich hake halt gerne sehr gerne Gebiete ab. Sieht man ja an Inquisition oder hat man an Inquisition gesehen. Man kann aber natürlich auch schon früher hier hingehen oder... bisschen ungelevelter. Das habe ich ja am Anfang des Spiels gemacht, um euch ein bisschen mehr zeigen zu können. Aber dann ist das schon echt schwer. Wenn man nicht so gelevelt ist. Da hinter mir. Hey, die haben wir schon. Nee, hier bin ich auch falsch. Oben bei der Mine irgendwo. Ach, die Map scrollt wieder nicht mit. Hier ist die Mine. Hier ist die Kiste. 15?
Wann habe ich die denn ausgelassen? Okay, dann gucken wir nochmal in den Torweg rein, ob da noch was war. Und sonst sollten wir eigentlich alles haben und dann kann es weitergehen. Ah ne, da waren wir schon. Okay, dann auf nach Ilian. Mal sehen, ob Bagtal noch was zu erzählen hat. Ach, haben wir neue Zauber bekommen? Ja. Heimsuchung. Den möchte ich, glaube ich, auch ausrüsten. Auch wenn ich nicht so viel zaubere. Kann ich hier direkt das Buch... Nee. Muss ich hier im Charakterbildschirm machen. Nee, ausbilden brauche ich die nicht, sondern treffen. Nee, Bagtal hat nichts mehr zu erzählen. Dann gucke ich mir das mal ganz kurz an. Wir haben ja auch schon wieder einen Punkt. Blink. Ausweichchance. Oh, Ausweichchance ist auch nicht schlecht. Komm, nehmen wir jetzt mal. Ausweichen ist wichtig. Wir haben hier einen neuen Panzer. Mehr Konstitution, körperlicher Schaden, Widerstand und noch Mana. Mana ist jetzt nicht so wichtig, aber insgesamt ist der ja schon besser. Neue Schuhe. Oh, Geschicklichkeit und Stärke finde ich nicht schlecht. Auch wenn Initiative auch sehr gut ist. Komm, wir nehmen mal die Stärke. Die behalte ich sicherheitshalber mal. Wir haben neue Splitter bekommen. Okay, nichts Wichtiges. Das habe ich Zauberbuch. Ich hätte gerne die Heimsuchung als Schnellzauber dahin. Und dann geht's weiter, ne? Ohne Umschweife hier. Wusstest du, dass es in Ilian eine Bibliothek gibt? Ich überlesen und studiere die Epochen von Nevendar. Wer hätte gedacht, dass ich einmal ein Gelehrter werde? Sehen wir uns auf jeden Fall mal die Karte an. Jetzt geht's nämlich in die Weißlande. Ach, hier, Schnellreise. Du hast Geschichten gehört von Winden, die einen Sterblichen in einer Bö gefrieren und zerspringen lassen können. Von Lawinen, die wochenlang ohne Unterlass aus den Wolken fallen. Welch angenehme Überraschung, also hier aufzutauchen in den Weiten einer blühenden Wiese. Hey Ori, sind das wirklich die Weißlande? Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Das sind die Felder des Nichts. Das sind die Weißlande. Orion zeigt dramatisch nach oben auf eine Felswand, die in Eis und Schnee gehüllt ist und höher geht, als du sehen kannst. Die Asche des Eisens fällt aus den Wolken. Das ist Schnee, du Schwachkopf. Und dahinter liegt einer der vielen Friedhöfe, die Mortis hinterlassen hat. Schön. Oh, ich finde die Begleiter so herrlich. Ich weiß, dass der Zwergenkönig Sturmir Donnerhammer in diesem Gebirge gelebt hat. Aber das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Die Zwerge nannten den Berg Gehalterath. Galleans Truppen stürmten ihn und töteten die wenigen Zwerge, die Mortis Angriffe überlebt hatten. Dann sind sie hier geblieben. Und jetzt leben sie in den Festungen der Toten. Das ist ziemlich düster. Was du nicht sagst. Wenn man bedenkt, dass das eine der wenigen bekannten Elfenfestungen ist, hatte ich mit mehr Elfen gerechnet. Nur weil wir sie nicht sehen können, heißt das nicht, dass sie uns nicht aus der Nähe beobachten. Das stimmt. Dann sind sie Feiglinge. Bagtal sieht das alles ganz einfach, ja? Ne? Also nicht kompliziert denken, sie sind einfach Feiglinge, wenn man sie nicht sehen kann. Hast du gehört, wer die Leute hier anführt? Nur Gerüchte. Es gibt eine uralte Geschichte über eine Prinzessin, ein Baby, das die Leute verehren. Aber ich weiß nicht mal, wie Elfen funktionieren. Kommen sie nicht ausgewachsen zur Welt? Ja, das ist das eine, was sie und die Untoten gemeinsam haben. Es wird keine Allianz geben, solange die Elfen da oben und wir hier unten sind. Klettern wir hoch. Dann werden wir auf jeden Fall gleich hochklettern. Aber schön, die Elfen hier kommen erwachsen auf die Welt. Da ist ein Brunnen, Felder des Nichts. Und
Da oben müssen wir hin. Dann schauen wir mal. Ein Pfeil, der scheinbar aus der Sonne kam, landet zu deinen Füßen. Dann erhebt sich ein kleiner Trupp uralter Elfen aus dem Gras. Die Felder des Nichts sind das Revier meines Rudels. Der nächste Schritt bringt euch ins Grab. Ah, danke für den Warnschuss. Können wir bezahlen, falls sie uns durchlassen. Wir wollen nicht bleiben. Wir müssen nur vorbei, um den Berg zu besteigen. Wir zahlen für sicheres Geleit. Sind wir in euren Augen Bettler? Wir wollen eure Leichen unter den Setzlingen unserer Blutsbäume begraben. Okay, dann gibt's jetzt erstmal einen Kampf. Sind Stufe 17, Dunkelgarde, die haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Die haben wir aber schon gesehen. Speer haben wir schon gesehen. Und die Wildelfenkrieger, die Rang 1er, haben wir auch schon gesehen. Also nicht mehr so viele bekannte Gesichter. Zumindest jetzt noch nicht, aber es kommt schon noch. Dunkelgarde ist auch ein bisschen böse. So, ich muss mich mal ein bisschen bequemer kurz hinsetzen. Ich gehe trotzdem auf Angriff. Ich nehme diesen Weg. Das wird schmerzhaft. Oh, der hat dieses... Warte mal, ich muss mir das ganz kurz angucken. Blutsauger. Ah. 25% des zugefügten Schadens wird als EP zurückgewonnen. Also die Fähigkeit, die wir auch haben. Da komme ich nicht hin. Schade. Werde ich ja gleich sehen. Ja. Funktioniert. Ich habe auf unsere Lebenspunkte mal geachtet. Galorian macht... Mit leisen Schritten. Kurz, die hauen ganz schön rein. Brauche Deckung. Ziel an. Nee, die hatten wir auch noch nicht gesehen. Die sind ganz schön. Genau, die sind ganz schön eklig. Wir sind gleich tot. Geh eher mal, geht mal auf ihn hier. Knochen sind zum Zermalmen. Oh, sehr schön, Crit. So, Bagtal. Geh mal hier hin. Blut verdienen. Und dann kann er jetzt mal die Feuernova nehmen. Möge dein Blut dick sein. Und dann kann der Paladin dort gehen. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Vater, führe meine Klinge. Er kommt jetzt nirgendwo ran, ne? Schade. Wie Sandra, du darfst gleich schon mal heilen. Leite mich. Du wirst geläutert. Auf in den Kampf. Jo, auf in den Kampf. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Für den hohen Vater. Komm, an die da hinten kommen wir wahrscheinlich nicht ran, ne? Nee. Spüre seine heilige Hand. Der Sehr hohe schön. Vater sieht alles. Dann haben wir jetzt nur noch die zwei Fernkämpfer, die natürlich immer wegrennen werden. Ich schleich mich durch. Ich schleich's gerade gar nicht. Ich mach das schon, Avi. Aviana, geht mal dorthin. Wir haben Gott sei Dank nicht so viel Leben. Der kalte Tod kommt! Der Kampf verdichtet sich! Der Tod ist nah! Ich gehe erstmal näher ran. Sonst zauber ich wieder irgendwo Flächen hin, wo ich nicht stehen will. Wir werden ihr Blut verdienen. Hier halten wir die Stellung. Wir brauchen zwar nicht so viele Einheiten, aber wer weiß. Wer weiß. Ich wandle in seinem Licht. Ich wollte da jetzt nicht durchgehen. Ach nee, ist nur geschwächt. Ich dachte, das wäre verstummt. Ich gehe. Ich sollte mir die Felder mal wieder genau angucken. Ne? Man wird, ich finde, oder ja, man wird manchmal so nachlässig im Midgame. Für die Ehre. Weil die Kämpfe ja schon irgendwie laufen.
Aber am Anfang habe ich mir wirklich alles durchgelesen. Und jetzt seht ihr schon, ich werde ein bisschen schlampig. Noch sieht man mich? Das wird schmerzhaft. Abby bleibt einfach mal stehen. Fraktal. Immer hier. Der Kampf naht. Verdientes Blut. Orisandre kann sich nicht bewegen, die wird aber auch nicht daran kommen. Ne? Nee. Okay, er ist selbst. Also, er ist vom Brandschaden gestorben. Nicht von selbst. Der hat nicht aufgegeben. Das wird auch gar nicht zu den Elfen hier passen. Geht es allen gut? Ich bin auf einen Pfeil getreten und das tut echt weh. Aber sonst ist alles gut. Und du? Auf jeden Fall müssen wir sie dazu bringen, uns zuzuhören. Elfen mögen anscheinend keine Fremden. Wir müssen sie überzeugen, dass wir ihnen nichts Böses wollen. Und in der Zwischenzeit auf der Hut sein. Okay. Holz sammeln wir schnell noch mit ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.